Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch die Videos hier gefallen, würde ich mich natürlich riesig über ein Abo freuen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne dieses Video. Und schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Ich werde heute, denke ich mal, etwas länger streamen. So ist zumindest der Plan. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Item-Shop an. Heute haben wir nochmal ein... hat mich gerade gewundert, aber das Harlequin-Paket ist jetzt auch Liebe und Krieg-Shop. Deshalb war der so lang. Ich habe schon gedacht, warum jetzt hier nochmal so ein Abteil ist. Aber ich glaube, es kommen so einfach mit der Zeit immer die Liebe und Krieg-Sachen dann in den extra Liebe und Krieg-Shop. Und er vergrößert sich ja mit der Zeit einfach immer weiter. Im normalen Shop haben wir heute auf jeden Fall den Liebe-Storn-Skin. Der ist einfach komplett durchsichtig. Und man kann eben halt das Herz sehen. Beziehungsweise beim einen ist es einfach in der Mitte, auf der anderen, beim anderen Skin ist es auf der rechten Seite. Hier im Prinzip einmal der Standard und dann der zerbrochene Herz-Skin. Ist eigentlich ganz nice, der Skin. Hinten auch das Backpack, passend eben halt im genau gleichen Stil. Ist auf jeden Fall mal etwas ganz Eigenes. Den Skin gibt es so in keiner anderen Form. Dann haben wir als nächstes den Bush Ranger mit den Honighacker Spitzhacken. Dann haben wir als nächstes den Haze Skin in der Standard- und Extremvariante. Dazu dann die Sternwucht Spitzhacke. Dann haben wir den Riot Skin. Der war schon sehr, sehr lange, glaube ich, nicht mehr im Shop. Ich kann mich zumindest nicht dran erinnern, wann der das letzte Mal im Shop gewesen war. Ich glaube, es muss wirklich schon mehr als einen Monat her sein, hätte ich zumindest gesagt. 341 Tage ist der nicht mehr drin gewesen, das heißt fast ein ganzes Jahr. Das ist natürlich ziemlich krass. Ich habe gerade auf Twitter nachgeschaut. Das heißt, heute ein sehr, sehr seltener Skin, den wir wieder im Shop haben. Dann haben wir den Nachtlicht-Skin. War, glaube ich, auch schon länger nicht mehr im Shop. Dann haben wir Elektro-Swing. Die Pempelhacke. Und gute Laune-Gang. Ein Fortbewegungs-Emote ist eigentlich ganz nice. Und dann haben wir den Komm schon Emote. Dann haben wir noch den Liebe und Krieg Shop. Einmal mit dem Harlequin Paket, mit dem Harlequin Skin, der Punchline Spitzhacke und der Aliator Spitzhacke. Einmal das Metallmasken Paket mit dem Sadie Eisenfratze und Stachelkolben. Dann haben wir die Wutstreiterin, das Anwärter Backpack und noch den Liebesranger von gestern. Heute mal etwas schneller rübergegangen, weil die Skins jetzt wahrscheinlich so oder so noch mehrere Tage drin bleiben werden. Das war's auf jeden Fall mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.